Hallo und herzlich willkommen zur 34. Biodiversitätsvorlesung. Wir befassen uns jetzt mit der Unterfamilie der eigentlichen Beutelratten und werden uns da auch eine ganze Weile lang aufhalten, weil es gibt 100 Arten mit verschiedenen Gattungen, in denen diese Arten unterteilt sind. Und wir werden uns die meisten davon anschauen. Warum die meisten? Naja, es gibt ein paar, die sind so schlecht erforscht oder halt ausgestorben, dass man da gar nicht genug zu sagen kann, um sich intensiv damit zu befassen. Wichtig ist auch vom Namen her, dass die Unterfamilie der eigentlichen Beutelratten Didelphinae ist und die natürlich eine Untergruppe der Beutelratten Didelphidae oder Didelphidae sind. Also ihr seht, hier ist nur die Endung anders, die letzten drei Buchstaben. Und das ist sehr wichtig, beziehungsweise es sind ja auch nicht mal die letzten drei Buchstaben, sondern nur der drittletzte Buchstabe eigentlich. Macht aber hier einen großen und wichtigen Unterschied. Die eigentlichen Beutelratten gelten in der Regel nicht als gefährdet, sind also least concern, da sich viele an die Lebensweise mit oder unter Menschen angepasst haben. Sogenannte Kulturvölker, wie das bei Waschbären oder Ratten halt auch ist, leben sie halt mit, ein bisschen heimlich, sage ich mal, unter den Menschen und ja, ernähren sich von seinen Abfällen und nutzen seine Infrastrukturen auch. Sie kommen vornehmlich in Süd- und Mittelamerika vor, sind jedoch auch in Nordamerika verbreitet, aber nur im südlichen Teil, so bis zur Mitte hin, in den höchsten nördlichen Ländern gibt es eigentlich fast keine. Ja, der allgemeine Körperbau, wonach die Beutelratten, wie man es sich vorstellen kann, benannt sind, ist, dass sie Ratten ähneln, die einen Beutel haben. Und obwohl diese nicht näher miteinander verwandt sind, gibt es allerdings auch Arten, welche halt eher Mäusen ähneln. Seht hier abgebildet links ein Vertreter und sieht halt wirklich eher aus wie ein kleines Mäuschen. Die Unterfamilie ist mit 133 Arten sehr variationsreich, sodass allgemeine Angaben zum Körperbau nicht gemacht werden können, einfach weil es keinen Sinn ergeben würde, weil es sehr, sehr divers ist. Drittens, alle Vertreter sind lebendgebärend. Gut, das ist für Säugetiere eigentlich ganz üblich. Trotz der Variationsreichtum kann man natürlich obere Grenzen festsetzen. Die schwersten Beutelratten erreichen ein Gewicht bis 5 Kilogramm, können ein Alter von 4 Jahren erreichen und eine Körperlänge, natürlich mit Schwanzlänge zusammen, von 1,1 Metern erreichen. Die Taxonomie, tja, da müssen wir uns ein bisschen sehr, sagen wir, weit auslassen. Wir brauchen hierfür dann 4 Folien. Denn es lässt sich in sehr, sehr viele Untergruppen einteilen, wobei hier natürlich, wie so oft der Hinweis ist, bei den Gattungen, die nur eine Art mit identischen Merkmalen umfassen und daher identisch sind, wird die Art direkt behandelt. Das bringt nichts, die Gattung vorzustellen und Merkmale zu verallgemeinern, wenn es gar keine Verallgemeinerung geben kann, weil es nur einen einzigen Vertreter gibt, von dem sich diese ableiten. Das ergibt ungefähr so wenig Sinn, wie wenn man einen Unterordner macht, indem man einen Unterordner anlegt, in dem nur ein Unterordner mit einer einzigen Datei ist. Das kann man natürlich machen, ist aber an sich nicht sinnvoll. So, also die eigentlichen Beutelratten als Unterfamilie, die Didelphinae. Da gibt es die Chaco-Beutelratten, Chacodelphis, das ist eine Gattung. Hier behandeln wir direkt die Art, die schöne Chaco-Beutelratte, also Chacodelphis formosa. Zu einer Familie gehören auch die vorborgenen Opossums Cryptonanus. Das ist eine Gattung. Dann kommt die Gattung der Schwimmbeutler Chironectes. Die haben auch wieder nur eine einzige Art in der Gattung. Der kleine Schwimmbeutler Chironectes minimus. Den behandeln wir direkt. Dann haben wir die Opossums, die Delphis. Das ist eine Gattung. Die Grazilopossums Gracilianus ist auch eine Gattung. Dickschwanzbeutelratten Lutriolina, auch eine Gattung. Dann die patagonische Beutelratten Lestodelphis, das ist auch eine Gattung. Hier allerdings nur mit einer einzigen Art, die wir direkt behandeln, und zwar Hallis patagonische Beutelratte, also Lestodelphis halli, ist eine Art. Dann die Gattung der Zwergbeutelratten Marmosa. Die Schlankbeutelratten, auch eine Gattung Marmosops. Die Gattung der Nacktschwanzbeutelratten Metachirus, die Kurzschwanzbeutelratten Monodelphis, auch eine Gattung, Vieraugenbeutelratten Philander, ebenfalls eine Gattung, die Fettschwanzbeutelratten Thylamis, auch eine Gattung und die letzte Gattung sind die grauen Zwergbeutelratten Tlacucazin. Und Tlacucazin ist zwar wahrscheinlich auch ein lateinischer Begriff, klingt aber eigentlich wie aus der Indio-Sprache abgeleitet.
Okay. Fangen wir an mit der schönen Chaco-Beutelratte, also Chaco-Delphes formosa. Sie ist, wie wir gerade auch gesehen haben, die einzigste Art der Gattung Chaco-Beutelratten, Chaco-Delphes, die zu Unterfamilie der eigentlichen Beutelratten Delphinae gehört. Lange waren nur die Fossilien aus 1920 bekannt, bis die Art 2004 wiederentdeckt wurde und seitdem als Haustier sehr beliebt ist und deswegen ihr Bestand natürlich auch zunimmt. Die IUCN stuft die Art als NT, also Near Threatened, nahe der Bedrohung ein. Das ist eine sehr, sehr niedrige Gefahrenstufe. Das ist eigentlich das harmloseste von Last Consummer abgesehen. Mit einer Kopfrumpflänge von 68 mm oder 6,8 cm und einer Schwanzlänge von 55 mm ergibt sich eine Gesamtlänge in Höhe von 123 mm, womit die schöne Chaco-Beutelratte zu den kleinsten Vertretern der eigentlichen Beutelratten zählt. Also, wenn man überlegt, die ist ein bisschen mehr als 12 cm lang, das ist wirklich eher weniger Ratte als ein Mäuschen vom Begriff her. Es lässt sich von den anderen Arten nur durch die Kombination folgender Merkmale unterscheiden, die bei keiner anderen Art in Summe vorkommen, sodass alle zutreffen müssen, weil viele Vertreter haben dieselben Merkmale, aber halt nicht alle zusammen, sondern nur einzelne, kommen aber alle vor, dann erkennt man sie, mal von der Größe abgesehen. Sie hat einen verlängerten dritten Vorderpfotenfinger, verlängerte vierte Hinterpfotenzehe. Ein dreifarbiges Fell ohne deutliche Übergänge, sieht man hier auch so ein bisschen verwaschen, sagt man. Die Schwanzlänge ist kleiner als die Kopfrumpflänge. Zum Gewicht kann man allerdings nicht viel sagen, auch zum Höchstalter nicht. Tendenziell wird, oder vermute ich persönlich, dass sie ein bisschen weniger als 2 Jahre wird. Ich schätze mal so 1,5 Jahre vielleicht. Weil das ist so, ja, ich sag mal, ein Grundgesetz der Natur. Umso größer der Organismus ist, und desto länger lebt er und Beutelratten haben allgemein mit ja, 4 Jahren, sagt man, Höchstalter. Das ist aber meist dann Gefangenschaft in freier Natur, sind es meist 2 bis 2,5 Jahre. Sowieso eine kurze Lebensspanne. Und umso kleiner ein Vertreter ist, und desto kürzer ist die in der Regel. Deswegen wird das unter 2 Jahre liegen. Ja, und halt mit rund 12 cm ist sie sehr, sehr klein. Damit kommen wir auch zum kleinen Schwimmbeutler, Chironectes minimus. Das ist die einzigste Art der Gattung der Schwimmbeutler Chironectes, die zu einer Familie der eigentlichen Beutelratten Delphinae gehört. Er kommt in großen Teilen von Mittel- und Südamerika vor, sieht man an der netten Karte von der IUCN da drüben. Da die Art semi-aquatisch lebt, wird sie oft auch als Wasseropossum bezeichnet. Sie kommt also hauptsächlich in Gebieten vor, wo halt Flüsse, Seen etc. sind. Ein weiterer Name lautet Japok, welcher wahrscheinlich von Sichtung im Fluss Oyapok herrührt. Ihr seht, die Schreibweise ist halt dann ziemlich ähnlich bis aufs O. Und die IUCN stuft die Art als Least Concern, nicht bedroht ein, wobei man das bei den allen, die wir hier betrachten, ein bisschen mit Vorsicht genießen muss. Das ist hier meist eine Vermutung. Sie sind in der Regel nicht gut gezählt. Nur es wird gesagt, man hat die halt überall mal gesehen, also wird es wohl genug davon geben. So ungefähr ist dann die Logik. Wenn es genug von denen gibt, dann werden die ja wohl nicht bedroht sein. Also, ich sage jetzt nicht, dass die IUCN sich hier irrt, das will ich wirklich nicht sagen. Ich will nur sagen, ein bisschen Vorsicht mit einer Angabe, die ist eher eine Schätzung als ein statistisch ermittelter Wert in dem Fall. Kommen wir damit zum Körperbau. Hier lohnt sich da eine eigene Rubrik aufzumachen. Die Kopfrumpflänge beträgt 27 bis 32,5 cm. Schwanzlänge ist 36 bis 40 cm. Das Fell, finde ich persönlich, ist sehr auffällig, denn es ist grauschwarz marmoriert, sieht man hier ganz gut. Während die Schnauze, der Augenstreifen und der Scheitel ganz schwarz sind und ein helles Band verläuft über den Stirn vor den Ohren. Auch das kann man hier auf dem Bild gut erkennen, so oberhalb der Augen sozusagen. Die Ohren sind abgerundet und nackt. Und eigentlich auch klein, ist auch ein relativ interessantes Merkmal. Es gibt nämlich einige, die haben große Ohren. Fällt also hier ganz gut auf. Über jedem Auge befinden sich Tasthaare. Das sind laut Fachbegriff die Vibrissen. Ich verweise hier auf Vorlesung 30, Folie 11. Da bin ich näher drauf eingegangen. Und Schnurrhaare, die ein bisschen angeordnet sind. Der Schwanz des Wasseropossums ist an der Basis behaart und schwarz und am Ende gelb oder weiß. Aber ein sehr wichtiges Merkmal ist, dass zwischen den Zehen der Hinterfüße sich Schwimmhäute befinden, was zu ihrer semi-aquatischen, also halb im Wasser lebenden Lebensweise ganz gut passt.
Da diese beim Schwimmen einen höheren Widerstand, eine größere Fläche bieten und so eine schnellere Bewegung im Wasser ermöglicht wird. Also man findet dazu leider kein Bild, was man frei verwenden darf. Aber hier beim Rosa Pelikan sieht man gut Schwimmhäute, wie man sie wahrscheinlich auch kennt. So ähnlich im Prinzip sehen sie halt auch bei unserem hiesigen Vertreter des Wasseropossums auf. Und ja, das ist halt auch ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der Opossums. Wenn man das findet, plus diese auffällige Fellfarbe, sage ich mal, kann man sich ziemlich sicher sein, dass man ein Wasseropossum vor sich hat. Und ein gutes Unterscheidungsmerkmal stellt auch die fehlende Kloake dar. Ja, sie sind auch jetzt nicht so groß und so schwer. Sie wiegen halt 700 Gramm, können bis zu 3 Jahren alt werden, bei einer Gesamtkörperlänge von rund 72 cm. Das gilt natürlich immer für ausgewachsene Exemplare. Natürlich sind Jungtiere kleiner und leichter. Zur Lebensweise. Ja, der kleine Schwimmbeutler ist gut an das Leben im Wasser angepasst, haben wir ja schon gehört. Er kann sich allein durch die wechselseitige Bewegung seiner mit Schwimmhäuten versehenen Hinterpfoten durch das Wasser bewegen, sodass während des Schwimmens die Vorderpfoten zum Ergreifen von Beute genutzt werden können und er kann damit halt auch Sachen transportieren, wie zum Beispiel für den Nestbau. Der Schwanz kann dabei rotiert werden, um zusätzlich Schub zu generieren oder zu lenken, also so ein bisschen wie ein kleiner Rotor. Und das Fell ist kurz, dicht und wasserabweisend, was für eine semi-aquatische Lebensweise auch relativ wichtig ist. Sowohl um Unterkühlung zu vermeiden, als auch um natürlich beim Schwimmen den Widerstand zu verringern und so den Energieverbrauch zu verringern. Der Natur geht es ja eigentlich immer um Optimierung von Energie. Energie ist ja, ich sage mal so, die Währung in der Natur und alles geht dahin, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Zur Fortpflanzung. Interessant ist, dass auch die Menschen des kleinen Schwimmbeutlers über einen Beutel verfügen. Der dient aber dann natürlich nicht zum Transport der Jungtiere, sondern wird dazu genutzt, beim Schwimmen die Genitalien in diesen zu verbergen. Das ist auch eigentlich etwas, was nur unser Vertreter hier macht. Und das verursacht natürlich eine bessere Stromlinienform. Daraus resultiert wieder ein niedrigerer Wasserwiderstand und eine geringere Gefahr, an Hindernissen hängen zu bleiben, hier auch natürlich eine energetische Optimierung. Der Beutel des Weibchens ist nach hinten geöffnet, ganz klar, wäre nach vorne geöffnet, können sie, wenn sie Jungtiere hat, nicht drin schwimmen, da wird sich das Wasser stauen. Und verfügt zudem über einen starken Muskelring, um diesen beim Schwimmen zuzuziehen, also man kann sich das wirklich so ein bisschen vorstellen wie ein Band bei einem Müllbeutel. Natürlich mit dem Ziel, dass kein Wasser zu den Jungtieren vordringt, denn die sind zwar auch, sage ich mal später, semi-aquatisch, aber sie haben ja trotzdem Lungen. Das heißt, sie würden ertrinken, wenn Wasser am Beutel läuft. Und davor müssen die natürlich geschützt werden und dazu gibt es halt die entsprechenden Anpassungen. Die Paarung erfolgt im Dezember und nach 12 bis 14 Tagen wird ein Wurf von 1 bis 5 Jungtieren geboren. Am Tag 22 nach der Geburt beginnt das Fell der Jungtiere zu wachsen und am Tag 40 beginnen die Neugeborenen ihre Augen zu öffnen. Tag 48 ist der Tag, wo sie sich von den Zitzen lösen. Sie saugen und schlafen jedoch noch weiter beim Muttertier. Nur bis dato sind sie halt permanent an den Zitzen und ab da halt nicht mehr permanent. Das bringt uns zu Hallis patagonischen Beutelratte, also Lestodelphis halli, die zur Gattung der patagonischen Beutelratten Lestodelphis gehörte, die wiederum zur Unterfamilie der eigentlichen Beutelratten Didelphinae, die wir uns ja hier anschauen, gehört. Sie kommt nur in den Steppen Südargentiniens vor, man sieht sie auf der Karte, das Verbreitungsgebiet ist, naja, relativ klein, verglichen mit anderen. Und eigentlich bevorzugt die Art Insekten und Früchte als Nahrung, welche, wie man sich allerdings vorstellen kann, in den Steppen, wo sie vorkommt, selten sind, vor allem während der Trockenperiode. Und daher sind nach neuesten Forschungen Vögel und Mäuse die Hauptbeute. Die UCN stuft die Art als Least Concern, also nicht bedroht ein. Hier auch wieder der Hinweis, es sind nur wenige Exemplare bekannt. Also bitte bitte mit Vorsicht genießen. Ja, zum Körperbau. Ihr seht hier mal eine Abbildung. Ich persönlich finde es eines der süßesten Säugetierchen, die ich seit langem gesehen habe. Weil man kennt natürlich auch, wenn man sich mit Biodiversität und Biologie befasst, einige Tiere, Familien und so weiter. Man kennt aber einfach nicht jede Art. Und auch in Dokumentationen wird natürlich nicht jede Art vorgestellt und fokussiert da meist die spannendsten Vertreter.
Was natürlich auch Sinn macht. Und ja, wir schauen uns ja aber hier alles an und da kennt man und entdeckt man manchmal so kleine Juwelen, die man vorher noch nie gesehen hat. Gut, wir fangen jetzt aber an. Die Kopfrumpflänge beträgt 13 bis 14 cm bei einer Schwanzlänge von 8 bis 10 cm, ist also durchaus klein und Haustier geeignet. Das Fell ist grau, wobei die Rückseite dunkelgrau und die Seiten hellgrau sind. Die Schultern sind dunkler, Wangen- und Augenpartien sind weiß, kann man, glaube ich, auf dem Bild ganz gut erkennen. Auf den Schultern ein bisschen schwerer zu erkennen. Sagen wir mal, vielleicht man sieht hier die dunkleren Ansätze. Ist natürlich, das sind, ich sag mal, Katalogmerkmale. So wird es idealerweise aussehen, aber reale Exemplare haben immer Anpassungen. Jeder genetische Bausatz ist halt trotzdem ein bisschen verschieden. Jedes Tier sieht trotzdem ein bisschen anders aus. Bei das eine ist mal ein bisschen heller, das andere ist dunkler. Es sind halt Mutationen auf der einen Seite und das andere, ich sag mal, Anpassung an Lebensraum und an die Lebensweise, die natürlich variieren kann. Also verbringt eins dieser Wesen mehr Zeit an einem trockenen Ort als an einem feuchten, dann wird es halt eher entsprechend die Färbungen der trockenen Umgebung als die der feuchten annehmen. Das ist halt ganz normal mit der Zeit. So entstehen ja auch erst neue Arten durch Selektion. Das Fell ist dicht und weich und damit auch sehr gut hitzebeständig. Wenn sie halt in trockenen, hellen Gebieten vorkommen, brauchen sie natürlich auch helles Fell, um die Sonne zu reflektieren. Durch die Verkürzung von Schädel und Kiefer wird eine stärkere Beißkraft zur Jagung der Beute ermöglicht. Und der Jochbogen, hier bei dem Schädel mit der 4 gekennzeichnet, ist verglichen mit anderen eigentlichen Beutelratten verbreitert. Das wird man natürlich jetzt ohne eine anatomische Sache nicht erkennen. Die Zahnformel lautet 9i, 2c, 6p, 8m, sowohl für oben als auch unten, also Ober- und Unterkiefer, Hälften sind jeweils identisch. Die Eckzähne deuten ebenfalls auf eine raubtierhafte, karnivore Ernährung hin. Da diese außergewöhnlich lang, fast vollständig gerade und senkrecht sind, sodass Beute gut durchbohrt werden kann. Also unser kleiner Vertreter hier ist ein kleiner Räuber. Hatten wir ja schon gehört, dass er auch Vögel erbeutet. Und das erste Schneidezahnpaar ist von den anderen abgesetzt, jedoch sind alle Schneidezähne gleich groß. Die Schneidezähne Nummer 1, 3 und 4 am Unterkiefer sind an der Basis gebogen, während der Schneidezahn Nummer 2 gerade ist. Und die kleinen Backenzähne, also die Prämolaren, nehmen vom ersten bis zum dritten an Größe zu, wobei der erste kleine Backenzahn im Vergleich zu den anderen stark verkleinert ist. Auf den kleinen Backenzähnen befinden sich außerdem mehrere Höcker, welche posterobasale Höcker genannt werden. Und die sind nicht mit den Höckern der drei Höckerzähnerartigen und der anderen Verwandten zu vergleichen. Die sehen halt nur ähnlich aus. Die Backenzähne sind verglichen mit jener anderer eigentlichen Beutelratten deutlich länger und schmaler. Also wir haben hier eine sehr raubtierhafte Anpassung. Ansonsten ist das halt ein sehr kleines Tierchen. Es wird gerade mal 76 Gramm schwer. Wie alt es wird, weiß man nicht. Wahrscheinlich ein bisschen weniger als 2 Jahre, schätze mal so anderthalb. Und Gesamtkörpergröße von 24 cm. Zur Lebensweise kann man nicht besonders viel sagen, da bisher nur wenige Exemplare studiert wurden. Es wird vermutet, dass sich Hallis Patagonische Beutelratte so sehr auf den Lebensraum Steppe spezialisiert hat, dass sie in anderen Lebensräumen nicht überleben kann, was aufgrund schon der anatomischen Merkmale recht wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich ist die Spezialisierung als Vogel- und Mausräuber in anderen Lebensräumen nicht konkurrenzfähig, sodass unser kleiner Vertreter hier in der Steppe die Rolle eines Spezialisten hat, welcher sich an diese Nische ideal angepasst hat. Die Weibchen haben 19 Zitzen, sodass eine Wurfgröße bis 19 Jungtiere zu erwarten ist, wobei ich hier zur Literatur noch einen Einspruch ja geben muss. Es gibt andere Arten, die halt auch eine gewisse Anzahl an Zitzen haben, aber mehr Jungtiere bekommen, von denen dann aber nur die stärksten Jungtiere überleben dauerhaft. Also es kann sein, dass unser Vertreter ja zwar 19 Zitzen hat, aber vielleicht 25 Jungtiere im Idealfall bekommen kann und ja, die 6 Schwächsten sterben dann und die 19 Stärksten verbleiben. Also da das auch nicht wirklich studiert ist,
würde ich auch sagen, ist das eine Information, die man vor sich genießen sollte. Andere Arten, die mit ihm halt eher schwesterschaftlich verwandt sind, zeigen, dass es anders sein kann, und die Vermutung liegt nahe, dass das dann hier auch so ist. Die Fortpflanzung wurde bisher noch nie beobachtet, sodass nun vermutet werden kann, dass die Tragzeit wie bei allen anderen Beuteltieren wahrscheinlich kurz ist, wahrscheinlich zwischen 10 und 14 Tage. Eine Besonderheit stellt der fehlende Beutel dar, ja. Eigentlich, obwohl es halt ein Beuteltier und eine Beutelratte ist, hat es keinen Beutel, aber das ist ja auch kein zwingendes Merkmal gewesen, sondern nur ein wahrscheinliches. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, Jungtiere werden somit nicht in diesen, sondern frei an der Mutter hängen transportiert, was auch nicht ganz ungewöhnlich ist, weil bei vielen Vertretern ist auch so, wenn die Jungtiere ausgewachsen und zu groß für einen Beutel sind, also fast sehr reif sind, werden die trotzdem noch ein, zwei Monate lang auf dem Rücken der Mutter transportiert, obwohl die dann schon ja, ein Viertel bis zur Hälfte der Größe des Muttertiers haben. Von daher ist das gar nicht so ungewöhnlich. Ja, mit den anderen Gattungen und Arten machen wir jetzt in den nächsten Videos weiter. Insgesamt muss ich sagen, finde ich eigentlich die Sache ganz spannend. Die Vertreter sind trotzdem dafür, dass sie halt zu einer Unterfamilie gehören, relativ verschieden die einzelnen Arten zueinander und haben interessante Merkmale. Und das schauen wir uns jetzt natürlich dann die nächsten Vorlesungen dann nochmal intensiver an. Bis dahin bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, es war für euch auch interessant. Über den Like, Abo und einen Kommentar würde ich mich natürlich wie immer freuen. Hilft natürlich auch sehr, und es macht auch tatsächlich Spaß zu sehen, wenn man ein Video macht, dass das geschaut wird, weil da steckt doch eine Menge Arbeit dahinter, weil man halt verschiedenste Quellen bemühen muss. Vor allem, wenn, wie es ja vor kurzem war, ja, der ganze biologische Baum des Lebens umgestaltet wurde, macht das die Sache nicht zwingend einfacher, weil es jetzt nicht so ist, dass man automatisch einen vollständigen Katalog hat, wo auf einmal alles richtig ist. So, mit den Worten beende ich und sage, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und tschüss.